Yep, auf den Weg zu den Goosenecks. Meine Frau geht nicht so besonders. Ein bisschen Kopfschmerzen. Aber wir wandern hier mal lang. Hoch oben. Über dem kleinen Flüsschen. Über diese Felsen hier rüber. Guck mal, was uns erwartet. Ja, das erwartet uns. Goosenecks. Und das geht hier richtig, ne? Mal wieder richtig schwarz. Ja, man kann hier über die Felsen marschieren. Oha, oha. Alles ungesichert. Hier stehe ich über der Spalte. Der Kleine hier, der hält das Ganze. Also kann er ganz schön abbrechen. Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ne? Wir gehen mal da vorne auf die Spitze. Bis da wollte ich noch. Aber das ist schon ziemlich krass hier mit der Spalte. Warten wir, gehen wir mal hier lang. So, ne? Das spaltet sich hier ab. So, da stand vorne auf diesem dreieckigen kleinen Steinchen da. Da standen wir gerade. Hier geht's schon richtig abwärts. Ich stehe hier auf einer richtig schönen fetten Spalte. Eigentlich hier überall. Also von diesen monströsen Felsstückchen hier, die tonnenschwer sind, wenn sich da was lösen sollte. Das war ganz schnell mit unten. Die liegen ja schon ein paar Jahre hier. Ein paar tausend Jahre. So. Gucken wir mal von da hinten drauf. Erst rein. Da auf diesem Überhang haben wir gerade gestanden. Auf dem hier vorne. Da. Mamma mia. Also hier sind Felsstrukturen und Felsformationen, die sind super, super, super irre cool. Super irre cool, genial, was weiß ich, wir stehen schon wieder auf so einem Überhang. Das geht hier abwärts. Und guck mal, wie er zerklüftet das unter diesen Überhängen ist. Oh, da stehen wir gerade drauf und laufen hier rum wie die Doofen. Hier müssen wir mal ein bisschen weggehen. Ja, also hier ist nichts befestigt oder irgendwie mit einem Zaun oder irgendwas. Kannst du abhaken. Das ist hier relativ poröses Sandgestein und das sieht aus, als wenn das Tier sich jeden Moment irgendwie bewegen würde. Wie zerklüftet das ist. Echt, und da oben drauf haben wir eben gestanden. Hui, hui, also ich habe da eben gestanden, nicht wir. So, ich wollte eigentlich bis hierhin. Aber das sieht mir auch alles sehr... Ui, 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 ui. Sehr unsicher aus. Ich gehe da lieber da vorne auf die Ecke. Ne, also hier lösen sich auch solche Brocken. Und dann, ne? Ja. So, stellen wir uns mal hier hin. Hier hat man nochmal einen schönen Blick drauf. Das sind also die Goosenecks vom Capitol Reef. Capitol Reef? Nein. Doch, Capitol Reef. Nicht, ich habe schon wieder Grand Staircase im Kopf. Weil die beiden so nebeneinander liegen, verwerfe ich das immer. Weiß auch nicht. Also Capitol Reef. Capitol wegen Capitol. Capitol. Weil hier so ein Berg da hinten irgendwo aussieht wie das Capitol in Washington. Deswegen Capitol Reef.
Nationalpark und das sind die Goosenecks dazu. Man kann hier so schön entlang marschieren, immer schön am Rand entlang. Ein starker Wind und dann, ne, war's das. Also. Juhu. Gut. Super schöner Nationalpark. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Also was der alles bietet. Gut, zurück zu Jupp. So, jetzt bin ich doch nochmal eben am Parkplatz vorbeigehuscht, weil ich den Verdacht habe, dass ich irgendwie vom Weg abgekommen war. Genau. Und jetzt den Originalweg doch. Also das heißt vom Weg abgekommen. Da war halt ein Fußpfad, der ging dahin. Und hier ist doch ein abgesicherter Teil. Dann wollte ich mir dann halt auch, ne, das nochmal eben angucken, damit ihr das auch sehen könnt. Und dann stehen wir hoch oben. Also eben waren wir da hinten und um die Ecke herum noch, so. Und jetzt stehen wir hier und haben dann auch noch die Erklärung dazu. Hier sehen wir die Schichten, die auch im Grand Canyon sind, nur im Grand Canyon ganz oben. So haben wir hier die Capitol Reef Sachen, Gesteine. So, und jetzt gehen wir mal über den Goosenecks rüber. Also hier sieht es nicht viel aus. Hi. Hallo. Das ist schon eine beeindruckende Höhe. So, wir sind wieder zu Hause. Nach dem Gooseneck heute haben wir uns entschlossen, zu chillen. Mit dem wunderschönen Ausblick von unserem schönen Stellplatz hier. Einfach nur sitzen und genießen. Genug für heute. Guten Morgen. Wir haben es jetzt schön sonnig, aber wir hatten eine eiskalte Nacht. Minus 4 Grad. Oh, so. Kleine Hunderunde. Und wenn wir damit fertig sind, wird der Jupp aufgeladen. Ja, wir haben einen Generator laufen jetzt und die Heizung an. Ja, wir haben gleich neben uns auch einen Generator-Neighbor bekommen gestern. Der hat die ganze Nacht das Ding durchlaufen lassen. Wir haben es um 8 Uhr angeworfen und haben dann von innen waren es 2 Grad, von 2 Grad auf, ja, ich weiß jetzt nicht, mittlerweile werden es 18 Grad sein, auf 18 Grad hochgeheizt. Ja, also nach der Hunderunde wird der Jupp aufgeladen und dann geht's weiter. Dann geht's weiter zum nächsten Nationalpark, zum Bryce Canyon. Was für ein fantastischer Stellplatz. Den muss ich noch mal eben so zeigen. So, jetzt von hier oben noch mal einen schönen Blick auf den Stellplatz. Leider gegen die Sonne, aber man kann es doch erkennen. Ja, da steht die Missy. Ja. So, und man sieht in der Ferne die Berge. Da waren wir auf über 3000 Meter Höhe.
Ja, da war es sehr kalt, auch über Tag, nur 2 Grad. Sehr kalt. Na, 2 Grad nicht. Ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall kalt. Ja. Man sieht die Motorräder da unten auf der Straße gleich vorbeifahren. In die Richtung werden wir dann auch fahren, Richtung Torrey. Gut, wir beenden unsere Hunderunde, dann geht's los. Das sieht immer sehr entspannt aus hier mit dem Wolf, ne? Ja. So, hier ist eine Bewässerungsanlage. Man sieht, wie kalt da draußen ist, das friert alles ein. Die bewässern ihre Weiden hier und das friert. Es ist kalt. Bitter, bitter kalt. Ich fühle mal minus 4 Grad Celsius. Ja, minus 4. So. Wir sind auf dem Weg. Wir haben das Städtchen Torrey hinter uns gelassen. Wir fahren jetzt Richtung Bryce Canyon. 100 Meilen Tour heute, ne? Ein bisschen über 100 Meilen. Gut. Ja, im südlichen Utah, auf so einem kleinen Seitensträßchen Richtung Bryce Canyon unterwegs. Wunderschön an einem kleinen Flüsschen. Ach, herrlich. Die Straße wird immer enger, weil uns aber keine Sorgen bereiten sollte. Missy schaukelt uns hier schön durch, ist zwar ein bisschen windig. Wunderschön. Über Pferdekoppeln und wie gesagt ein kristallklares kleines Flüsschen. Hier solche Felsen. Ja, und was Navi sagt, ganz alleine. Und Navi sagt, wir sollen hier noch 57 Kilometer draufbleiben. So, mal gucken, wie eng der Stress hier noch wird. Lassen wir euch dann wissen. Aber im Moment ist das wirklich, also, so schöne Western-Szenerie hier. Wir schaukeln uns hier richtig schön Richtung Bryce Canyon. Genau. Okay. Später wieder mehr. Echt? Sind nicht alleine. Bryce Canyon City. Die Zivilisation hat uns wieder. Also dieses Stress, über wem wir gefahren sind, um hierher zu kommen, war der Wahnsinn. War nicht ein Auto. Ein Auto kam uns entgegen. Und einer war hinter uns. Jetzt haben wir noch 3 Meilen bis zum Park. 1,2 Meilen bis zum Stellplatz. Und 1,2 bis zum Stellplatz. Na, das hört sich schon gut an. Okay. Gucken wir mal, ob wir einen Stellplatz finden. So, jetzt stehen wir unweit vom Eingang zum Bryce Canyon. Auf dem Parkplatz vorher und hier geht eine Forest Road ab. Was wir jetzt machen? Ich habe den Jupp abgeladen. Und wir werden jetzt die beiden Stühle von, die werde ich jetzt noch verladen hier in den Jupp. Dann fahren wir die Forest Road runter und scout ahead. Ne? Wir scouten also, ob wir einen schönen Platz finden. Sollten wir den finden, dann besetzen wir den gleich mit unseren Stühlchen. Und dann kommen wir wieder hoch und holen Missy ab. Das ist der Plan soweit. Also Glück wünschen, dass wir hier einen schönen Platz finden.
Okay, bis später. So, vorübergehender Single-Haushalt mit Katze. Ja, wir haben einen Stellplatz gefunden und jetzt müssen wir mal sehen, ob wir da die Missy reinschaukeln. Also, erstmal gucken, ob wir hier wegkommen. Ja, also so viel zum hier wegkommen. Nö, irgendwie nicht möglich. Also könnte ich von unten, dann kann ich von oben nicht und andersrum. Es ist einfach viel Verkehr. Ja, so ist es. Nein, ich hätte jetzt nicht fahren können, weil von rechts wieder einer kam. Noch einer von rechts kann ich nicht. Jetzt nach dem LKW kommt noch ein PKW und der schleicht schön vor sich hin. Könnte vielleicht... juhu! Also, das hat jetzt schon mal schätzungsweise 2 Minuten gedauert. Nur um hier rauszukommen und hier wieder reinzufahren. Na, also so viel zu dem Verkehr hier. Ja! So! No Camping hier und nicht nur hier, also No Camping und No Camping. So, die Straße hier runter ist gesäumt mit diesen kleinen braunen No Camping Schildern, weil hier früher nur gecampt wurde. Also, die Zeiten sind jetzt vorbei. Die haben vom Forest Service wohl die Feuerstellen hier weggenommen und haben dann überall an diesen Stellen, wo die Leute standen, wie hier zum Beispiel, auch wieder dieses braune längliche Schild hier, No Camping, aufgestellt. Und das hast du hier überall, weil, ja, oder keine Fahrzeuge hier hinter, weil... weil hier vorne ein Campingplatz ist. Bei diesem Gift-Shop und Bryce Store, Bryce City Store, da ist halt ein Campground und die möchten natürlich nicht, dass man da außerhalb dann steht und boondockt, also kostenlos, ne? Das ist logisch. So, und dann gibt es im Netz ganz viele Diskussionen darüber, ab wo man hier wieder campen darf und wo nicht. Und nein. Also hier gibt es mehrere Sträßchen, solche Forest Roads. Wir sind jetzt auf dieser Haupt-Forest Road und hier geht eine ab, das ist die 29. Oder hier sind mehrere Straßen so. Und da steht dann überall No Camping hier, No Camping hier. So, und dann haben sie überall die Feuerstellen weggenommen. Ja, da unten ist der Campingplatz, ne? Klaro, das versaut einem natürlich ein bisschen das Geschäft. Und deswegen haben sie das so gemacht. Ja. Gut, wir sind die Straße einfach jetzt mit dem Jupp ein bisschen weiter durchgefahren und haben einen Platz gefunden. Auch noch einen anderen Kollegen, der da schon steht. Okay, ich schugel mich hier ein bisschen durch. Also da hinten sieht man den Campingplatz. Da. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ne? Das ist klar. Der will natürlich sein Geschäft machen und möchte nicht, dass er hier vor seiner Nase dann oder vor der Nasen der Kunden die Leute hier stehen und hier boondocken. Da wollen wir gerade ein bisschen die... Hängerbremse ein bisschen runterstellen, das macht man im Übrigen hier unten. Also immer wenn ich hier auf das Bremspedal drücke, geht da die Anzeige an, ne? Vom Bremsbuddy, also vor dem elektronischen Bremsregler da. Und den kann ich mit dem Rädchen da justieren. Und wenn der Jupp drauf ist und wir so ein bisschen bergig fahren, dann fahre ich mit 1,5 und jetzt fahre ich ohne Jupp drauf, weil ich fahre ja solo, mit 0,5. Oder ganz mit 0, je nachdem. Also dieses kleine Hängerchen da wird dann gleich mit von Missy mitgebremst. So, ja, ihr lieben Camper, wir fahren hier dran vorbei und jucken uns ein bisschen durch den Wald und stehen kostenlos.
So, hier waren mehrere Schilder schon wieder No Camping. Und hier ist dann die erste Stelle, wo dieses Schild nicht steht. Und die ist auch gleich belegt. Ja, juckeln wir mal da durch. Auch ein Kollege im Übrigen aus South Dakota. Ich halte mal an. Also, super netter Nachbar, das ist der Marc. Wir sind im Übrigen, wohnen wir im gleichen Haus in South Dakota. In Box Elder, wo wir uns angemeldet haben. Hat er auch gemacht und lebt auch auf der Straße. Ja, in diesen Smalltalks erfährt man immer sehr viel. Wir haben die gleiche App, die wir nutzen. Wir haben die gleichen Diskussionen im Internet gelesen. Vielmehr, Ninette hat sie gelesen und der Marc auch. Und ja, er ist auch fest davon überzeugt, dass es gerade in diesen Stellen, wie hier wieder, gerade hier auf der Forest Road, exakt hier, wir sehen hier dieses Schild da in Gelb, No Camping. Genau, und das bedeutet No Camping an dieser Stelle hier. Der Feuerring ist kaputt gemacht worden und hier ist also kein Camping mehr erlaubt. Da, wo der Marc steht, ist kein Schild, also good to go. Da, wo wir hinfahren, kein Schild, also good to go. Ja, es ist immer sehr, sehr nett, sich mit denen zu unterhalten, mit den Amis. Das macht super viel Freude, einfach mal unter Campingkollegen sich auszutauschen. Er war also auf dem KOA in South Dakota und hat da gearbeitet die letzten 2 Jahre. Ja, und dann, ne, wo wir hinfahren, wo wir herkommen, was wir machen und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Stoff machen. Nur um sicher zu gehen, dass wir hier durch diesen Sanddip kommen. Auch hier machen wir das ein bisschen. Also die Äste sind alle gut, dürfen wir uns nicht festfahren. So. Ja, ist immer super interessant, wie gesagt, sich mit denen kurz zu unterhalten. Der eine guckt auf den anderen. Das ist das, was wir unter Campern so machen. So, jetzt stauben wir uns natürlich wieder super, super ein. Weil das ist ein ganz, ganz fieser, feiner Staub. Und der wird zu ganz, ganz fiesem Matschepatsche, wenn er dann anfängt zu regnen. Also dann sollten wir wirklich weg sein hier. So. Ah, die Missy fährt hier ganz souverän durch. Ja, das ist auch so ein Ding. Da haben viele Boondocker also auch ein bisschen Schiss vor. Und das schreckt sie ein bisschen ab, wenn es zu solchen Straßen kommt und zu Dips und so. Die fahren nicht gerne so weit dann in so eine Forest Road rein. Naja, wir nehmen das ziemlich locker. Hier wieder so ein Platz, den sie als No Camping ausgewiesen haben. So, und das bedeutet, und das steht auch in den Diskussionen so, wenn es nicht explizit verboten ist, dann ist es erlaubt. Denn wir sind auf der Forest Road, im National Forest. Das sind die allgemeinen Regeln. Und hier kommt eine Stelle. Hier ist zum Beispiel ein ganz kleiner Fire Pit. Hier steht kein Schild. Wenn da kein Schild da steht, hier wäre also Camping erlaubt. Gut, okay, die letzten Meter. Missy muss ich jetzt hier so ein bisschen hochkämpfen. Und dann sollten wir da sein. Jawohl. Hochgekämpft! Hey! Hey, das ist unser Platz. Der Jupp steht da schon schön. Ich fahre jetzt mal vorwärts hier rein und haben einen tollen Platz, oder? Genial, denn hier ist es, wie gesagt, nicht verboten. Hier steht kein Schild. Hier ist zwar ein Feuerpit. Oder hier war mal einer auf der Seite. Aber auf dieser Seite ist immer noch einer aktuell. Da stehen schon unsere Stühlchen. Wir können ganz durchfahren und stehen hier unter den Pinien. Geil, oder? Ist doch ein geiler Platz. Alles klar. So, die Frau sagt, der ist super. Leveln wir mal oder fahren noch ein Stück zurück. Okay, bis gleich. So, unser Stellplatz. Und wir bekommen Kuhbesuch. Komm mal, wir gucken, was die neuen Nachbarn so machen. Ja. Moin. Und gut. Das ist der Jupp. We are the new neighbors, sweeties.
Lokmabel eben auch schon mal gesehen. Ja, also. Haben wir ein bisschen Wildlife hier, wa? Das ist ja mal super, super schön. Okay, wir haben den Jupp in Schatten gestellt, weil da die Hunde drin sind. Wir haben Missy so platziert, dass wir morgens richtig schön Sonne bekommen und es hoffentlich schneller warm wird und wir das Solarpanel auch schön ausrichten können. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben unsere Stühlchen. Ist doch mal genial, oder? Da, Feuerstelle, Stühlchen. Und viel Platz vor der Schnauze. So, wir haben hier darauf geachtet, dass wir hier nicht so ein Schildchen haben, ne? Also dafür nicht irgendwie gegen die Regeln verstoßen. Und bin der Meinung, wir haben also einen super Stellplatz gefunden. Mit einem kleinen Kreisverkehr hier, dass man auch vernünftig wieder rauskommt. Und das Sträßchen hier hoch, habt ihr ja, ne? Gesehen, war ja easy. Da unten war das alles super, super staubig. Da haben wir ganz feiner Staub, aber hier oben haben wir so ein Gravel drauf, ne? So Steinchen. Also wenn hier welche vorbeirauschen sollten, staubt es auch nicht so. So, Dackelchen, was sagst du? Super, oder? Ja, das ist der feine Staub, sieht man schön. Ja, ne, die sind wir hier runtergefahren mit dem Jupp und hat da unten Antilopen stehen sehen. Wir sind unweit vom Nationalpark. Super, absolut genial. Ne? Wir haben hier die rote Erde, die Pinien. Ist das herrlich. Bleiben wir über das Wochenende, fahren dann mal zum Breis rein, gucken uns die ganzen Zinnen und Naturschönheiten an, die der Park zu bieten hat. Ja, leider ist das mal wieder so, ne? Nationalpark haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Hunde nicht auf den Wanderwegen. Deswegen schauen wir mal, wie wir das machen. Naja, wir gehen schon in den Park, deswegen sind wir ja auch hier. Okay, gut, wir bauen jetzt das restliche Camp auf mit Solaranlage und so. No? Dann lassen wir den Tag erstmal ausklingen für heute. Nicht so weit. Ja. Katze hat entschieden, sie muss jetzt auch raus. Wenn der Wald sieht, dann ist der Erste, der an der Tür steht und raus will. Der ist heute sowieso ziemlich cool gewesen. Auf der ganzen Fahrt auch. Ne? Normalerweise versteckt er sich nämlich immer unter seinem sicheren Sofa. Und heute nö. Ja, bei der Abfahrt ist er schon auf dem Sofa liegen geblieben mit den Hunden. Und das ist schon... Dachte sich bestimmt schon, kein Bock, zu kalt unterm Sofa. So, und jetzt läuft er hier Richtung Bryce Canyon. Das ist echt eine coole Socke. Catchy!